Wir sind zu spät. Es wurden noch mehr verwandelt. Dort, in einer der Säulen, steckt der Ptolemide. Er versucht sich wohl zu verstecken. Zerschlagt ihn. Nein, das werdet ihr nicht. Breda? Kapitel 7. Geron, hörst du mich? Du bist jetzt sicher. Lass mich dir nun das letzte Kapitel in meiner und Satyas Reise zeigen. Es ist wichtig, dass du verstehst, was damals geschah. Dass du mich verstehst. 2 Tage nachdem die fliegende Festung Draconia verlassen hatte, erreichten wir endlich das Schlachtfeld. Oder wie die Geweihten es am liebsten nannten, den Vorhof der Niederhöllen. Hier haben sie dich also hingebracht. Ich habe dich seit Tagen gesucht. Ah! Schon wieder ein Einschlag. Ich beeile mich besser. Kapitel 6, Erfolg. Okay, Waffenschranktür. Ich habe nur noch Verband und Alkohol und da komme ich nicht rüber. Einschlagstelle. Was habe ich hier alles? Schwebekristall. Er ist hinter dickem Glas. Wolfstern. Okay, Hellebarde. Schild. Er hängt so weit oben. Kann ich da. Ich sollte mich von dem Gedanken verabschieden, ich könnte mit diesem Geschoss irgendetwas treffen. Wenn ich kämpfen will, brauche ich auch einen Schild. Erstmal das Langschwert. Damit können wir eventuell. Es ist fast stumpf. Zu nichts zu gebrauchen. Ich brauche etwas Besseres. Ja, aber das. Nee, das Langschwert, damit könnten wir vielleicht. Auf keinen Fall. Wenn der Schwebestein weiter beschädigt wird, stürzen wir ab. Okay. Oh. Sie ist fest verschlossen. Streitkolben. Können wir das da drüber legen? Der Streitkolben alleine ist zu kurz, um den Spalt zu überbrücken. Hier ist ein feindliches Geschoss eingeschlagen. Können wir... Nein, nicht mit dem, sondern damit das Schild runterholen. Ich komme mit der Klinge nicht um die Ecken, um die Schlaufen durchzuschneiden. Hey, 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 ich habe Probleme. Das bringt mich nicht weiter. Schlaufen durchschneiden. Eine seltsame Konstruktion. Aber vielleicht erreiche ich damit Orte, die vorher unerreichbar blieben. Was ist das denn? Nein, nicht du. Du. Jetzt bin ich gespannt. Ach so. Okay. Okay. Er ist schwerer, als er aussieht. Mhm. Können wir den alleine drüber legen? Der Schild allein macht noch keine Brücke. Ja, nein. Hier ist ein Ja, ist sehr gut. Wollte ich gar nicht. Können wir das verbinden? Okay. Es ist nicht so gedacht, aber es geht. Der Kolben ist nun länger als das Langschwert. Kann ich denn... Okay, kann ich da jetzt das Schild... Eine Stütze allein wird den Schild nicht tragen können. Okay. So. Geschickt wie immer. Unsere liebe Satya. Also, eine Vitrine. Können wir die einschlagen? Das Glas ist so dick. Die Hellebarde lässt sich nicht gut genug schwingen. Heieie. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Uiuiuiuiui. Ranke. Eine Ranke.
Geht nicht. Ich brauche mehr Gewicht, um den Schrank aufzustemmen. Brauchen mehr Gewicht, Waffenständer? Ich bin da ein Ende an den Waffenständer. Das andere an die Waffenständer? Das andere Ende kommt an den Schrank. Ja. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist wie nur möglich. So. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Nee, ich meine das Loch. Das Gewicht des Ständers könnte vielleicht den Schrank aufreißen. Aber ich habe nur eine Gelegenheit, es auszuprobieren. Ich muss sicher gehen, dass der Ständer so schwer ist wie nur möglich. Okay, Brücke. Okay, das kann ich theoretisch wieder nehmen. Also gehen wir jetzt mal nach oben. Ich würde mir jetzt gerne den Schild snacken. Ach so, oder ich nehme das Schild. Oder den Schild. Ja, das wäre natürlich auch, eine Möglichkeit, dass wir hier das Ganze nochmal in den Waffenständer reinpacken, aber wir haben immer noch diese Vitrine da oben. Ich baue das Ding vorher auseinander. So. So. Das Schild. Den Schild. Ohne zugehöriges Schwert macht das keinen Sinn. Er steht lose im Raum. Es ist Platz für 4 Waffen und einen Schild. Nein, nicht den Streitkolben. Ich könnte ihn verschieben. Okay. Ist schon gut. Anscheinend brauche ich irgendwie. Ich konnte die Hellebarde nicht schwingen. Ich muss nämlich die jetzt hier so benutzen. Dann das Langschwert. Dann lege ich den Schild drüber. Dann gehe ich nach oben. Beziehungsweise dann geht sie nach oben. Und dann schlagen wir einfach mal die Vitrine ein. So. Schweres Schwert. Kommt mit uns. Ich warte auf den Moment, in dem sie da runterfällt. Bauen die ganze Konstruktion wieder ab. Streitkolben. Hellebarde. Langschwert. Schweres Schwert. Und den Schild. So, und jetzt tschüss. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Das ist jetzt die Frage, weil jetzt könnte der ganze, das ganze Sums hier. Warum sollte ich den Ständer dorthin schieben? Ja, okay, dann halt dahin. Natürlich. Natürlich. Charizard, endlich! Wo seid ihr nur so lange gewesen? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir sind mitten im Krieg und Kasim ist kurz davor, die Festung zu übernehmen. Die Geweihten versuchen, ihn von der Schwebekammer abzuhalten. Aber wer weiß, wie lange es ihnen noch gelingt. Eine Schwebekammer, Prinzessin? Sie ist das Herz der fliegenden Festung. Sie hält uns alle in der Luft. Kasim glaubt, wenn er einen der Schwebekristalle so verändert wie der Forscher meinen Rubin,
könne er alle Erinnerungen aus der Maske herauslesen. Und damit auch alle Zauber des Zeitdschinns. Ein komplizierter Plan für einen einfachen Geist. Aber ihr werdet ihn aufhalten, nicht wahr? Darauf kannst du Gift nehmen. Okay. Aber... Wohin? Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Ah. Entfernsteinern. Vision schicken, aktivieren, deaktivieren. Einst konnte ich das wohl, aber inzwischen bin ich zu schwach. Na. Hey, was kann der überhaupt? Der Zauber wirkt nur auf Lebewesen. Ach so. Einst konnte ich das... Ja, ist ja gut. Vision schicken. Aktivieren, deaktivieren. Wecke den Schwebekristall. Ah, es geht nach oben. Danke. Gern geschehen, Prinzessin. So. Ab nach draußen. Es geht nur nach oben, also gehen wir nach oben. Schwebekammer, Himmel. Die Schlacht ist in vollem Gange. Man hört's. Die Schwebekammer ist das Zentrum der Festung. Sie hält das ganze Gemäuer in der Luft. Wenn Kasim den Hauptkristall unter seine Kontrolle bekommt, hat er mehr Macht als jemals zuvor. Was man mit ein paar Steinchen nicht alles machen kann. Aber sowas von. Auf zur Schwebekammer. Jetzt wird sie gleich da unten runtergeschossen. Hey, den kennen wir doch. Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Den kennen wir doch. Wer war denn das, Admiral? Das war eindeutig er. Dieser Hund. Jo. Schwebekammer. Ansonsten... Können wir den dafür noch... ist es zu spät. Wie wär's mit einer Schwertschale? Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Das wäre ziemlich blöd. Oho, was macht er denn da? Prinzessin. Ariarchos, seid ihr in Ordnung? Ihr kommt zu spät. Er hat es fast geschafft. Habt ihr noch meinen Dolch? Er hängt an meinem Gürtel. Wir hatten versucht, ihn zu weihen, aber es war, als hätten die Götter sich geweigert, es zu tun. Als hätten sie sich von euch abgewandt. So weit ist es also schon gekommen. Jetzt strafen mich auch noch die Götter mit ihrer Missachtung. Damit bleiben mir wohl nur noch meine Zauber. Prinzessin? Was ist? Ich fürchte, die geballte Präsenz des Prinzen und der Kristalle erschwert mir jede Art von magischer Einflussnahme. Ihr müsstet schon ganz nah an ihn heran und ihn berühren, wolltet ihr ihn verzaubern. Erst die Götter und jetzt das. Dann muss es eben so gehen. Ihr wollt nicht allen Ernstes nur mit einem Dolch bewaffnet in die Schlacht ziehen. Als wäre es je anders gewesen. Das heißt Schlacht. Erstmal muss er besiegt werden. Die Schlacht kommt später. Preios Geweihter. Er trägt noch sein Zepter bei sich. Erstmal looten. Er hat nichts mehr außer seinem Gürtel. Dann klauen wir uns noch ein paar Steine. Boron Geweihter. Er trägt einen Federkiel bei sich.
Kein Ersatz für ein Schwert. Aber was habe ich für eine andere Wahl?